Haldoras Infos zufolge betankt mein Vater seit Monaten seine Flotte auf der Chinook-Station. Unser Freund Hask überwacht die Operation. Wenn wir ihn ergreifen und die Station abschalten, wäre das für das Imperium ein schwerer Schlag. Zumal Hask der Schlüssel sein könnte, um endlich den Admiral zu finden. Mit etwas Glück? Es ist immer mehr als Glück. Wow, sehen Sie sich diese Wälder an! Süß, dass Sie vor einem Besuch die Tierwelt eines Planeten studieren. Wenn Sie das Tibana-Gas für das Imperium erzeugen, sind die Beldons kritisch für die Mission. Wie Sie meinen. Wissen Sie, wenn wir Ihren Vater finden und ausschalten, sind wir dem Kriegsende ein gutes Stück näher. Ich weiß, es waren harte 6 Monate. Aber diesmal kriegen wir ihn. Ich spüre es einfach. Daran zweifle ich nicht. Mir ging es eher darum, was danach passiert, wenn der Krieg vorbei ist. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Eine imperiale Ausbildung ist im zivilen Bereich nicht viel wert. Was ist mit Ihnen? Ich möchte reisen. Die Galaxis sehen. Lothar, Mycapo. Da waren Sie doch schon. Karl, Soldat. Ich will das alles in Freiheit sehen. Das klingt tatsächlich sehr schön. Der Landeplatz. Sie sollten unsere Schiffe hier nicht sehen können. Du bist dran. Hask wird im Turm des Aufsehers sein, auf der Hauptebene. Brauchen wir einen Turbolift. Der Droide sagt, vor uns ist einer, so wie einige Sturmtruppen. Also los, mir nach. Wie immer. Hack das Ding! Ich sehe einen schweren Schützen. Ionenstörung.
das ihnen Stromstoß. Gesichert! Und jetzt zu dem Lift. Wir haben mehr Waffen als erwartet. Wird nicht einfach zu Hass zu kommen. Ich habe eine Idee. Wird ihm nicht gefallen. Okay, wir treffen uns beim Turm. Achte darauf, dass dich keiner sieht. Die neue Lackierung verrät dich. Stehen Sie nicht so rum, Soldat. Bewegung. Bereit machen, der Hask wird uns einen Kampf liefern. Ich freue mich drauf. Tja, das weckt Erinnerungen. Aber keine guten. Der Turm des Aufsehers liegt vor uns. Hans müsste ganz oben sein. Seit Endor sind die Besetzungen des Imperiums schlimmer geworden. Das können wir sein, Ein. Sie und ich. Denk an all das Gute, das wir seit Vardos getan haben, Herr. Wir haben die Galaxis sicherer gemacht, Leuten Hoffnung gegeben. Ja, und das tun wir jetzt auch für Bespin. Finden wir Husk. Erstaunlich, wie belebt die Station ist. Ah, das Imperium flieht. Hey, es braucht... Was quatscht ihr da rum? Wir bewundern die Macht des Imperiums, Sir. Die Rebellen haben keine Chance. Weitermachen. Angeblich bröckelt die Blockade. Überall im Anuat-Sektor sollen Schiffe durchbrechen. Das ist Gouverneur Adelhard. Droide, wir sind am Turm. Bist du bereit? Wir sehen uns oben. Wo sind denn alle? Dachten Sie wirklich, dass es so leicht wird? Husk! Wir haben die Corvus in dem Moment entdeckt, als sie die Blockade passierte. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie ja persönlich erledigen. Aber ich habe jetzt Verpflichtungen. Und Ihr Schicksal gehört nicht mehr dazu. Leben Sie wohl ein. Nein, nein, er darf nicht entkommen! Viel dazu. Achtung! Weg hier! Runter von der Plattform! Wir haben zu viele Truppler an unserer Position. Es werden immer mehr! Den Weg von der Chinook-Station freikämpfen. Was jetzt? Husk war nur ein Teil der Mission. Sie wollen immer noch die Betankung stoppen. Aber wie soll das gehen? Wir brauchen Schiffe. Die X-Flügler sind auf der anderen Seite der Station.
Gibt's irgendwas in der Nähe? Einmal hacken, bitte. Wir haben keinen Kontakt zu dem Trupp im Turm. Also bleibt wachsam. Ausschwärmen. Commander Hask will sie gefunden haben. Deaktivieren. AT-ST! Aktivieren, Droide!
Elektroschock. Mach schon. Gute Arbeit, Commander. Deaktiviert. Jetzt. Jäger voraus. Schön, das ist perfekt. Und sie fliegen weg. Oh, komm schon. Als ich sagte, wir brauchen ein Schiff, hätte ich deutlicher sein sollen. Es hat Waffen. Was will man mehr? Dass es kein Wolkenstadtwagen ist. Betankungsplattform direkt voraus. Und drei Sternenzerstörer. Die wir sprengen werden. Wissen Sie was? Sie hatten recht. Der Wolkenstadtwagen ist absolut ungeeignet. Nein, Moment. Wir müssen nur die Treibstoffzellen ausschalten. Und dann kommt es zu einer Kettenreaktion. Genau. Bis zurück zu den Sternenzerstörern. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sie lieben es. Ich liebe es! Kommando, ein Wolkenstadtwagen hält Kurs auf ihren Zerstörer. Das Ding hört den imperialen Funk mit. Er ist doch für etwas gut. Sigma 1-2, setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. Der Wolkenstadtwagen macht keine Lieferung. Abschießen 1-2. Alle Einheiten zu mir. Wolkenstadtwagen auf Punkt 032. Schießt ihn ab. Aber er ist schnell. Guter Schuss.
sterben wir alle. Dann zielen Sie! Wir haben Infos über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Versio plant, Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Shriv, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versios Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßtrupp. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Schwarz.